Ich habe weder was vorgehabt, noch habe ich die Absicht, was zu wollen. Aber ich bin halt auch nur ein Mann und sie ist halt eine wunderschöne Frau und hat und sie gesagt hat, sie liebt ältere Männer und das gefällt ihr so gut. Die Katzi ist draufgekommen und hat ihre ganzen Sachen zusammengepackt heute Nacht. Ich war jetzt auf einem Reisebüro unten im Haus und die sagen, sie hat ein Flugticket, One-Way-Ticket nach Moskau genommen. Dort lebt ihr Großvater, das weiß ich, aber ich weiß weder, wie er heißt, weder Vornamen noch Familiennamen, noch weiß ich die Adresse, ich weiß gar nichts. Also ich kann auch nicht hinfahren, nachforschen. Ich bin der Lukas, ole, ole. Ich hab einen guten Schmäh. Das war ein Aprilscherz für die Heute-Leser. In Wirklichkeit ist die Anastasia zwar schon in Moskau, aber sie kommt heute Abend wieder zurück, weil wir am Abend bei Jesu Kaiser zu Gast sind. Nehmt's mir ab.